Was kostet die Dämmung eines reinen Mittelhauses? Und was kostet so das ganze Gebäude jetzt auf energetischen Standard zu bringen? Was für Themen muss ich beachten und was bedeutet das ungefähr? Das und viel mehr gibt's in diesem Video. Mein Name ist Luca Arendt, ich bin Geschäftsführer und Gründer der ARK Energie GmbH. Wir sind ein Bauphysikbüro in Mainz, sind aber noch vertreten in Berlin, Hannover, Dortmund und einem externen Kollegen in Köln und machen Wärmeschutz, also Energieberatung, Fördermittelberatung, Nachhaltigkeitszertifizierung nach DGNB, also Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, Schallschutzplanung, Schallemissionsplanung, Schallschutzmessungen, Brandschutzplanung, Brandschutzkonzepte, Brandschutzingenieurmethoden mit unserem knapp 30-köpfigen Team. Wenn das interessant ist für dich, weil du in dem Bereich arbeitest und das dir aus Interesse anschaust, das Video, bewirb dich gerne bei uns. Wenn Sie ein potenzieller Kunde sind von uns, ein Interessent sind, dann bewerben Sie sich gerne bei uns, beziehungsweise melden Sie sich gerne bei uns unter dem Video hier, drücken Sie auf Mehr. Dort ist ein Formular, dort können Sie direkt all Ihre Daten eintragen, bitte füllen Sie es vollständig aus, dann landen Sie direkt bei uns im System und wir melden uns bei Ihnen. Aber jetzt zu dem Video. Wir haben ein Reihenmittelhaus. Was bedeutet ein Reihenmittelhaus? Wir haben rechts und links weitere Häuser liegen. Die Gebäude sind in der Regel oft unterkellert, deswegen ist in unserem Beispiel das Gebäude auch unterkellert. Bedeutet, ich habe jetzt hier die Traufe, bedeutet, ich habe das Dach, was jetzt, wenn ich vor dem Haus stehen würde, dann habe ich die Fassade und dann knickt das Dach direkt oben weg. Das heißt, ich habe keinen Giebel, sondern die Traufe, da wo die Regenrinne ist. Das ist jetzt zu mir gewandt. So bedeutet, weil, warum mache ich das jetzt? Weil es einfacher ist, jetzt für uns auch zu rechnen. Außerdem ist das auch oft der Fall. So, haben wir ungefähr so ein Haus, was, sagen wir mal, 6 Meter breit ist. Das hat, sagen wir, 2 Geschosse, Erdgeschoss, Obergeschoss, plus sogar noch ein Dachgeschoss, was halb ausgebaut ist. Dann haben wir quasi bis zur Traufe, also bis dahin, wo das Dach beginnt, eine ungefähre Höhe von, ich sag mal, 6,50 Meter, 7 Meter. Sagen wir einfach das einfache halber mal, das sind 7 Meter. Wie gesagt, unten haben wir also in der Länge des Gebäudes haben wir 6 Meter. Das Dach steigt dann hoch. Sagen wir mal, wir haben jetzt hier keine Gauben drin, weil es die Sache etwas verkomplizieren würde jetzt hier. Aber einfach mal von der Größenordnung. Das gleiche haben wir vorne und hinten. Und in unserem Beispiel ist jetzt auch die Gebäude Press an Press. Also bedeutet, wie quasi ein langer Schlauch, der getrennt geschnitten worden ist in einzelne Teile oder das jeweils ein Haus ist. Oft sind die Häuser ja versetzt. Das betrachte ich jetzt nicht. Das können Sie analog umbewerten, umrechnen, wenn Sie das möchten. Oder einfach uns bei uns melden. Wir haben einen unverbindlichen haben Sie ein unverbindliches Gespräch mit einer Kollegin und dann vielleicht einen Termin mit mir, wo wir das im Detail durchgehen können. So, 6 mal 7 haben wir im Endeffekt, das ist unsere Fassadenfläche. Da ist jetzt noch drin, irgendwo eine Tür. So, da sind irgendwo jetzt noch ein Küchenfenster drin und vielleicht noch 2 andere Fenster drin. Oben haben wir vielleicht noch 2 Dachflächenfenster. Einfach mal so von der Größenordnung. Bedeutet in dem Fall, alles unter 2 Quadratmeter Größe wird bei der Fassadenberechnung, Kostenberechnung für Wärmedämmverbundsysteme durchgerechnet. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Tür auch knapp unter 2 Quadratmeter ist. Das macht das Leben etwas einfacher für uns. Außer wenn wir so einen geringen Puffer besser für die Kalkulation. Bedeutet, wir haben 42 Quadratmeter, haben wir Fassadenfläche. Also im Endeffekt alles um die Fenster drumherum. Inklusive der Fenster und der Tür. Bedeutet WDVS, also Wärmedämmverbundsystemfläche. So, dann haben wir noch einen Keller. Sagen wir, der Keller ist unbeheizt, ist meistens auch der Fall. Wir haben aber einen offenen Treppenraum, der runtergeht. Die sind oft gespiegelt, also warm an warm, Treppe an Treppe. Bedeutet, im Grundriss würde das aussehen, dass wenn wir die Gebäude haben, die Treppe jeweils aneinander grenzt. Also der Treppenraum von Ihrem Haus grenzt an das Treppenhaus des Nachbarn dran. Das heißt, der Grundriss ist nicht 1:1 benommen, sondern immer gespiegelt. Sehr oft der Fall, davon gehen wir jetzt einfach mal aus, um auch hier
wieder eine Annahme zu treffen, um eine Bewertung machen zu können. Bedeutet, hier haben wir dann in diesem Kellergeschoss, in diesem Kellerraum, haben wir oft dann irgendwelche Türen, die in benachbarte Räume gehen. Und dieser Raum ist aber generell von sich abgeschlossen. Das heißt, dieser Raum gehört noch zur beheizten Fläche. Das heißt, es ist meistens so ein Kältepunkt, weil dort viel, viel Wärme verloren geht dort unten und die Wärme so wie so ein Kamin so schon runterfällt. So ein, es bildet sich eine Art Kältesee, eine Art Zug im Gebäude, weil meistens diese Türen auch nicht dicht. Was kann man jetzt tun, um das zu dämmen, ohne groß die Kosten zu produzieren? Wir können zum einen, oft ist diese Wand auch hier, bedeutet im Endeffekt, ich hätte jetzt diese Wand zum Nachbarn, also die Rückwand meiner Treppe im Endeffekt nicht zu dämmen, weil sie ja beheizt ist. Aber meine umliegenden Kellerräume wären kalt. Das heißt, zurzeit wäre, einmal hätte ich drei Wände und in der Regel unten so 3 bis 4 Türen, die ich dämmen, austauschen müsste. Allein so eine Tür zu dämmen, zu tauschen, die Bodenplatte komplett zu dämmen, ist in der Regel recht kostenspielig. So, deswegen umgehen wir meistens dieses Problem und sagen, okay, wir ziehen eine neue Wand ein, direkt vor der Treppe, und haben hier eine Schiebetür drin. Also, bedeutet, wenn ich die Treppe runtergehen würde, hätte ich jetzt hier eine Schiebetür, die hier rübergehen würde, direkt vor meiner Treppe. Ich würde die Treppe von unten dämmen. Damit müsste ich auch nicht meine Bodenplatte dämmen, hätte dieses Problem umgangen. Und hätte jetzt eine leichte Innendämmung immer noch im Bereich zu meinen angrenzenden Kellerräumen. Ich könnte hier theoretisch auch eine Dämmung auf der anderen Seite machen. Dort hätte ich aber relativ große Wärmeverluste. Das würde man versuchen in der Regel zu umgehen. Weil es möglich, aber meistens nehmen wir eine dünne Innendämmung, in der Regel so roundabout 4 cm, und haben dann dieses Problem behoben. Theoretisch kann es auch auf der anderen Seite passieren, also auf dem Bereich der Kalträume, ist aber in der Regel kritischer. Diese Konstellation hier ist eine Trockenbauwand, etwas Dämmung, die unter die Treppe gepackt wird, und wenn ich die Dämmung sogar auf die andere Seite anbringe, könnte man das auch bauseits machen. Also wenn man manchmal Dämmung auf der anderen Seite, ich meine Dämmung quasi auf dem Kaltraum. Hier haben wir Kosten, die macht oft bei uns beim Aufbauen bei kleineren Objekten oft der Bauherr selbst oder halt eine Trockenbaufirma. Hier reden wir in der Regel über keine hohen Kosten. Vorherige Kosten wären gewesen, sehr viel Wanddämpf, kompletten Bodendämpf, 3, 4 Türen tauschen. Hier reden wir mal schnell über 15.000, 25.000 Euro Kosten. Hier haben wir jetzt Kosten vielleicht irgendwo zwischen 2.000 und 5.000, je nachdem, wie Ihr Treppenraum aussieht, was Sie dort alles machen möchten und ob Sie ökologische Dämmung wollen, ja oder nein, etc. Sagen wir, wie gesagt, einfach mal von der Größenordnung 2 bis 5.000. K für Kilo, für 1.000, also 2.000 bis 5.000 Euro. Mein Wärmedämmverbundsystem ist jetzt hier nur von einer Seite. Ich gehe davon aus, dass es auf der anderen Seite genauso aussieht. Bedeutet, ich habe ungefähr jetzt hier 84 Quadratmeter. So, meine 84 Quadratmeter WDVS müsste ich jetzt hier rechnen mal ungefähr 170 Euro den Quadratmeter. Weil ich habe ja noch Anschlusskosten drin. Wir haben ja noch Anschlusskosten, wir haben ja nicht nur die reine Dämmung, den Kleber und die Arbeit, sondern auch die ganzen Anschlüsse, also Anschlüsse an die Nachbarwände, Anschlüsse an die Fassaden, an die Fenster, an die Türen, ans Dach. Ich habe gegebenenfalls ein bisschen Dämmung, dass ich runterziehen muss ins Erdreich. Wenn wir damit 170 Euro den Quadratmeter ausgehen, sind wir dann in der Regel gut dabei. Man muss auch überlegen, gerade bei so einem kleinen Haus sind die Kosten pro Quadratmeter in der Regel teurer, weil ich habe einfach auch nicht viel Fläche. Und deswegen müssen wir gleich auch mal schauen. So, bedeutet 84 Quadratmeter mal 170 Euro. Bedeutet, wir lägen jetzt hier bei roundabout 14.280 Euro netto. Bedeutet mal 1,19, wären wir bei ungefähr 17.000 Euro brutto für so eine Fassade. Dann haben wir noch die Fenster und die Türen. Gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt hier große Elemente. Gehen wir einfach mal von 3 Quadratmetern, na Quatsch, dürfen wir nicht, dann wäre es ausgerechnet worden. Von 2 Quadratmetern, 1,99 Quadratmeter, 2 Quadratmeter aus pro Element.
wären jetzt hier gewesen 4, hätten wir also 8. Hätten wir also 2, 4, 5, 6, 7, 8, hätten wir 16 Quadratmeter Fläche. Und diese Fläche, die ist jetzt relevant. Je nachdem, welche Art von Fenster ich nehme, lag ich früher mal so bei 350, 450 Euro den Quadratmeter für so ein Fenster. Die Zeiten sind leider lange vorbei. Wir kalkulieren aktuell so mit 750 bis 950 Euro den Quadratmeter. Bedeutet, wir gehen jetzt hier mal im Worst Case aus und gehen mal mit 900 Euro aus. Also mal 900 Euro pro Quadratmeter. Würde bedeuten, wir hätten jetzt hier 16, hätten jetzt unsere 14.400 Euro netto mal 1,19, werden wir auch hier bei ungefähr 17.000 Euro für unsere Fenster und unsere Tür. Man muss sagen, man kann für so eine Tür auch 17.000 Euro ausgeben. Und das mache ich mit vollem Ernst. Und gerade wenn ich so große Schiebelemente in den Garten haben möchte, vielleicht noch mit einem Sturz, den ich drüber setzen möchte, einen neuen, um ein großes Element zu einsetzen, kann auch dieses Element schnell mal 10.000, 15.000 Euro kosten. Das heißt, wir gehen jetzt hier von humanen Größen aus. Das heißt, wollen Sie Special Effect, dann können Sie de facto ungefähr alle mal 1,5 bis bei Fenster sogar mal 2 mal 3 nehmen. Also da sind keine Grenzen quasi gesetzt dafür. Das kann richtig, richtig teuer werden. Das heißt, gerade bei den Fenstern kann man relativ schnell Geld sparen. Aber die Frage ist ja auch, boah, ich habe das Haus gekauft, ich baue es einmal um. Dann soll es auch so sein, wie ich es möchte. Deswegen kann ich voll und ganz nachvollziehen, dass dort ein Großteil auch des Budgets oft reingeht. War bei mir ja nicht anders. So, das heißt, wenn wir aber bei den Fenstern mit 20.000, 25.000 Euro rechnen bei so einem Haus, dann sind wir da flexibel. So. Dann haben wir aber noch das Dach. Auch hier müssen wir ja kalkulieren, dass wir eine gewisse Fläche haben. Und beim Dach haben wir aktuell verschiedene Kosten, die anliegen. Je nachdem, welche Art von Dämmung ich mache und Dämmung, die der Kunde vielleicht mit Zwischensprachendämmung sogar selber noch macht, unterstützt. Oder dass wir nur eine Aufsprachendämmung haben. Aber hier liegen wir schnell bei, auch bei solch kleinen Dächern, oft schnell so bei 60.000 Euro. Ja, das ist jetzt ein reiner, grober Daumenwert, weil ich weiß nicht, haben sie vielleicht doch Gauben drin, sind die Dachflächen werden zwar schon drin oder müssen die neu gesetzt werden, muss ein Wechsel dafür also erstellt werden. Wo geht da die Reise hin einfach? Das heißt, wenn wir hier mit roundabout 60.000 Euro ausgehen, netto, bedeutet das mal quasi gefühlt 1,2, also plus 20%, wenn wir ungefähr 72.000 Euro für das Dach. So, dann hätten wir das Dach gedämmt. Wenn ich natürlich nur eine oberste Geschossdecke dämmen muss, dann sind die Kosten gigantisch geringer. Da komme ich vielleicht mit Dämmmaterialkosten von 5.000 bis 10.000 Euro aus, habe nochmal 2.000 Euro für die Dachlukenklappe und bin da quasi mit 7.000 Euro dabei mit Eigenleistung. Das ist ein gigantischer Unterschied. Das heißt, da ist auch ein großes Kosteneinsparpotenzial, wenn das Dachgeschoss quasi nicht ausgebaut ist, sondern ich sag mal leerer, toter, trockener Abstellraum ist und kein vollwertiger Wohnraum. Würde aber hier bedeuten, wir sind hier bei 72.000, wir nehmen hier einfach mal 20, hier unten nehmen wir mal Worst, also würde bedeuten, wir wären jetzt schlussendlich bei roundabout, einfacher zu rechnen, 70.000 Euro fürs Dach. Wir hätten ungefähr 20.000 Euro fürs WDVS. Wir hätten ungefähr 5.000 Euro für den Kellerabgang. Wir hätten, gehen wir mal vom Worst Case aus, sie nehmen größere Fenster, 25.000 Euro für Fenster. Jetzt haben sie aber innen drin vielleicht noch Umbaumaßnahmen. Sie wollen andere Heizkörper oder doch eine Fußbodenheizung. Wir gehen jetzt mal hier von einer geringeren Kostenbelastung aus, einfach von einem eher Richtung, ich mache nicht alles neu. So. Bedeutet, das sind jetzt ja reine Sanierungskosten. Da ist noch nichts gestrichen, da ist noch kein Boden getauscht, da ist noch keine neue Küche drin, noch kein gar nichts. Wenn wir eine neue Wärmepumpe einsetzen, dann würde ich hier mit Nebenkosten aktuell mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 45.000 Euro rechnen. Und wenn Sie hier nochmal 10.000 Euro rechnen für Nebenkosten, wie vielleicht doch einen Heizkörper tauschen, weil das müssen wir in die Wärmepumpe einsetzen, Fußboden fräsen, Fußboden tauschen, das alles Kosten, die on top kommen. Sie können eine Fliese sich aussuchen für
klein zweistellig, aber Sie können sich auf Fliesen aussuchen bis dreistellig. Parkett, Stäbchenparkett, liegt Lack, kriegen Sie für, was sind das damals, 35 Euro, das jetzt liegt, sagen wir mal 45. Und so ein High-End-Parkett liegen Sie wahrscheinlich bei 300, 400, 500 Euro den Quadratmeter. Das heißt, da ist die Range zu groß. Wir beziehen uns jetzt hier rein auf die energetischen Sachen. Leute, wir haben ein Dach, wir haben eine Dämmung, wir haben einen Kellerabgang, wir haben Fenster, wir haben eine Wärmepumpe und wir haben ein paar Nebenkosten. Bedeutet im Endeffekt sind wir bei 30, 100, 120, 130, 175.000 wären wir jetzt hier zusammen. Das sind Kosten, die Sie kalkulieren sollten, die realistisch sind. Wenn Sie jetzt noch Innenausbau machen, die mitfördern, Fußboden fräsen, neue Fußbodenbeläge etc. etc., dann kann dieser Kostenapparat sich hier schnell Richtung 300.000 Euro bewegen, auch bei einem kleinen Haus. Wenn wir diese 300.000 Euro einfach mal nehmen als Indikator von der Größenordnung und sagen, wir haben jetzt einen langen Wohnraum, das heißt, auch dort hätten wir, sagen wir mal, 10, 12 Meter, sagen wir mal 12, hätten wir, sagen wir einfach mal rund, wir hätten rund 70 Quadratmeter Wohnfläche pro Geschoss. Das bedeutet, wenn wir von diesen 300.000 Euro ausgehen, also inklusive Umbaukosten innen drin, und wir gehen mal von 200 Quadratmeter Wohnfläche aus, weil wir haben da so 70, paar 70 Quadratmeter pro Geschoss, das mal 3 hoch, Schräge beachten wir es mal nicht voll und ganz, dann wäre es mehr. Hätten wir jetzt so ein übliches Haus, sagen wir mal 60 Quadratmeter Grundfläche, 6 mal 10, mal 0,8 hier, hätten wir roundabout, sagen wir mal 50 Quadratmeter pro Geschoss. Im Dachgeschoss haben wir mit den Schrägen einen Abzug, es darf nicht mehr, das ist kein Vollgeschoss, das ist maximal 3 Viertel sein, also mal 0,75. Bei 37,5 plus 100 sind wir bei 137 Quadratmeter. Bedeutet hier bei 137,5 Quadratmeter Wohnfläche entspricht das Kosten von 2.181 Euro pro Quadratmeter. Wenn wir unsere 175.000 Euro nehmen und die geteilt durch 137,5, sind wir bei Kosten von 1.272 Euro pro Quadratmeter. Ist im Prinzip auch ein guter Indikator, dass man so eine Größenordnung, so eine Bewertung hat, dass man sagt, für 1.200 ist schon sehr cheap. Also da habe ich, wie gesagt, innen drin noch nichts gemacht. Da habe ich auch noch keine Kosten intern für Material drin. Da rechnen Sie lieber mit 1.500. Mit allem drum und dran bei 2.200 ist ja brutto, also 2.000 netto ungefähr, ist schon fast günstig. Ich sage pauschal immer, ohne es direkt zu kalkulieren, zu berechnen, wenn wir hier zwischen 1.500 und 1.800 Euro den Quadratmeter rechnen und hier unten also brutto und da unten zwischen 2.200 und 2.800. Also 2.200 bis 2.800 Euro pro Quadratmeter liegen Sie eigentlich nie falsch. Und hier bei 1.500 bis 1.800 Euro den Quadratmeter. So, das sind Größenordnungen, mit denen man arbeiten kann, die realistisch sind, dass man ein Gefühl dafür bekommt, lohnt sich das für mich überhaupt, möchte ich das überhaupt oder nicht. Ja klar, es ist eine Wertsteigerung. Im Prinzip ist es eigentlich ein Werterhalt. Wir haben nur einen starken Wertverlust aktuell wegen dieser Energiekrise. Im Endeffekt nennen wir es mal Energiekrise. Dass die ganzen Sachen so teuer geworden sind, dass der ganze Markt, der Wert der Bestandsimmobilien so massiv gesunken ist. Und dann hilft sowas natürlich. Wenn Sie was umsetzen möchten fürs Einfamilienhaus, aber auch genauso arbeiten wir an Hochhäusern, an Einkaufszentren etc., haben wir verschiedene Kollegen in der Firma, die das jeweilig bedienen, dann melden Sie sich sehr gerne bei uns. Klicken Sie unter dem Video auf mehr. Bitte sehen Sie ab, uns eine E-Mail zu schreiben. Dann würden wir Ihnen per E-Mail wieder antworten. Wir brauchen das Formular ausgefüllt.
Da tippen sie all ihre Daten ein, dann haben wir die nämlich alle und spart bei uns Zeit, dass wir ihnen schneller und direkter helfen können. Ich möchte ihnen ein schnelles und erfolgreiches Erlebnis bei uns bieten können und das geht nur, wenn sie uns quasi zuarbeiten. Daher bitte über diesen Link ausfüllen. Ansonsten, ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen und ein paar Insights mitgenommen. Wenn Sie andere Themen haben, die Sie gerne hören würden, dann schreiben Sie es gerne in die Kommentare. Wenn Sie andere Fragen haben zum Thema Schallschutz, Brandschutz oder Sachverständigenleistung oder DGNB Nachhaltigkeitszertifizierung, schreiben Sie es auch gerne in die Kommentare. Wir sind dort für Sie da, arbeiten deutschlandweit und Sie sehen mich im nächsten Video. Bis dahin.